Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tell Oh, Me das Why. hatte ich mal auf einer Party. Das ging nicht gut aus. Oh, Irgendwelche erzählen, guten Geschichten. okay. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 müssten das sein. Oder? 2, 3. Boah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich kenne da halt so gut wie gar nichts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich komme ja auf 9. Dann machen wir mal 8, komm. Es sind noch etwa 8 in der Kiste. Habe ich mich verzählt? Michael? Ah, was zum Teufel? Hey, sorry. Das war einfach zu verlockend. Regel Nummer 1 in der uralten Kunst der Inventur. Immer besonders wachsam bleiben. Du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Der Erste mit 3 klaren Treffern gewinnt. Okay? Oh, shit. Hab dich. Noch ein Treffer und du bist raus. Spüre meinen Zorn. Mann, bist du kitschig. Oh, komm schon. Ist das alles, was du kannst, Ronan? Wart's nur ab. Ich habe einen Plan. Ach ja, wir werden sehen. Verdammt! Das ist also ein normaler Arbeitstag bei dir. Nee, für gewöhnlich habe ich dabei keine so hübsche Begleitung. Oh, also bin ich die hübsche Begleitung, ja? Ja, nun, freu dich nicht zu früh. Ich mach dich trotzdem fertig. Ja, zeig dich. Na los. Hab dich. Oh, Mann, du bist gut. Ich hab gesagt, ich hab einen goldenen Arm. Daran werde ich jetzt nie wieder zweifeln. Okay, ich muss noch schnell die Inventur abschließen. Deine Schwester ist sicher schon fertig. Hier, ab in die Ludergrotte. Die was? So haben wir die Couch genannt, auf der Allison und ich in der Pause abhängen. Ah, okay, cool. Mal schauen, was ihr daraus gemacht habt. Ach so, ja, die Puppen bleiben jetzt natürlich hier liegen. Eieieiei. Kann ich mich zu ihm gesellen? Ah, geht nicht, schade. Gucken wir mal. Oh, hey, siehst du diesen Behälter? Das ist für dich. Hä? Das ist die Forelle von gestern am Bussardloch. In meiner weltberühmten Marinade gegrillt. Oh, wow. Danke schön. Weltberühmte Marinade, ja? Was ist drin? Ein Zauberer verrät nie seine Geheimnisse. Das stimmt. So, jetzt aber meine Güte. Dass dich Tessa das hat aufhängen lassen. Ja, sie hasst es. Aber solange ich nicht meinen Lebensstil vor den Kunden bewerbe, hält sie die Klappe. Mann,
Muss echt anstrengend sein, diese Leute tagtäglich aufzuklären. Die Sache ist, das mache ich nicht. Den Horizont dieser Stadt zu erweitern, wäre ein Vollzeitjob. Und emotionale Arbeit wirft nichts ab. Fühlst du dich hier einsam in Delos Crossing? Ja, manchmal. Deswegen bin ich immer in Juno, arbeite im JBG. Treffe neue Leute. Ich muss mich selbst um meinen Scheiß kümmern, weil es sonst keiner macht. Klar, das fühle ich. Hey, ich hoffe, das ist nicht so persönlich, aber hattest du je was? Mit wem aus Delos Crossing? In der Highschool hatte ich mal einen Freund, aber wir mussten es unterm Radar halten. Es gab noch ein paar andere, aber das ist schwierig hier draußen. Was ist mit dir? Hattest du je was mit einem? Ich meine, angenommen, du stehst auf Typen. Was ich dir damit quasi unterstellt habe. Ich hatte noch nie wirklich eine Beziehung. War wohl zu beschäftigt, mein Trauma zu verarbeiten. Aber wenn ich den richtigen Typen treffe, wer weiß. Wie dem auch sei. Und fertig. Ernsthaft? Dir gefällt Duplex Duo auch? Ja, Allison hat ihn mir gezeigt. Vor ein paar Monaten wollten wir seine Show in Juno sehen. Okay, du weißt, was abgeht. Hörst du auch sein älteres Zeug? The Dark Arc of Destiny? Nee, noch nicht. Ist etwas zu experimentell für mich. Ja, definitiv. Bei einem der Lieder sind fast 9 Minuten vom gleichen MJG Drum Machine Sample. Einfach genial. Aber nicht für jeden. Ich muss schon sagen, es ist echt schräg, den anderen Ronin zu treffen. Du meinst den OG Ronin? Ich wurde immerhin zuerst geboren. Ist das so? Allison meinte, sie war's. Tja, meine Mutter hat's uns nie gesagt, aber ich war's. Also, warum ist es so komisch, mich zu treffen? Naja, Allison hat mir deine Geschichte so oft erzählt. Sie hat mir alles über dich erzählt. Fireweed, deine Transition. Ich hoffe natürlich, das war okay. Ja, schon gut. Sie hat mich erst gefragt. Ja, ergibt Sinn. Das Mädchen ist gründlich und sie liebt dich sehr. Wirklich. Ich weiß. Also, ja, neben Allison warst du wahrscheinlich der Erste, der es erfahren hat. Danke für dein Vertrauen. Und es ist toll, dich endlich kennenzulernen, in echt. Du bist cool. Du bist auch nicht so übel. Ich gebe alles. Insbesondere, wenn ich wen beeindrucken will. Ich habe das nicht nur so gesagt, als ich meinte, du sollst mit uns nach Juno ziehen. Ich weiß. Ich habe eine Community da. Könnte auch deine sein. Dazu passen. Das ist eine Idee. Du hast keine Ahnung, wie gut einem so eine Wunschfamilie tun kann. Sie haben mir öfter Mut gemacht, als ich zählen kann. Versteh schon. Hey, kann ich dich etwas fragen? Na klar. Was? Warum willst du mich so sehr nach Juno bringen? Ach, hör zu, wie gesagt. Ich will dich kennenlernen. Etwa weil ich so faszinierend bin? Ehrlich gesagt, ja. Du scheinst mir echt einzigartig, Tyler Ronan. Also Donnerwetter, Michael. Ich finde dich auch dufte. Du bist echt großartig. Halt die Klappe. Ich habe bessere Komplimente als das. Aber ich kann ja nicht mit dem Besten starten. Schon gut. Also, kriege ich mehr davon, sobald ich dich besser kenne? Na klar. Wenn du daran interessiert bist. Kann schon sein. Ja. Oh, hey. Ich stehe seit einer Stunde am Tresen und warte auf euch zwei dummen Köpfe. Seid ihr bereit zu gehen? Ich denke, mehr Schaden können wir hier hinten nicht mehr anrichten. Ja, gehen wir.
wären wir. Danke, dass ihr mich mitgenommen habt. Kein Problem. Sollen wir dich wieder zurückbringen? Nee, ich muss mir die Beine vertreten. Ist nicht weit. Außerdem bin ich frei wie der Wind. Wie du meinst. Die sind irgendwie schon süß, die zwei. Tessa sollte am Grab ihrer Eltern sein. Nicht weit weg vom Eingang. Sucht nach einem großen, krummen Baum. Unverfehlbar. Ich sehe dann mal nach meinem Onkel. Viel Glück. Im Ernst. Du wirkst ziemlich verschreckt. Ich war nie ein großer Fan von Friedhöfen. Besonders seit... Naja. Ich verspreche, danach können wir uns am Haus ausruhen. Okay? Sind da drüben. Sag mal, bist du hier zurückge... Psst, nicht so laut. Besser? Ja. Warum meinen Leute, man müsste auf Friedhöfen immer nur flüstern? Ich weiß nicht. Hängt bestimmt mit Spiegelneuronen zusammen. Was? Na, man tut, was man sieht. Wie dem auch sei. Bist du jemals wieder hier gewesen? Seit der Beerdigung? Nein. Es gab nie einen Anlass dazu. Zum Glück. Mom, warum kommen wir ständig hierher? Stört es dich? Nein, es ist nur komisch, weil wir keine dieser Leute kennen. Ich meine, außer Eddies Mom. Es schadet nie, Hallo zu sagen. Weil sie sehr einsam sind. Ganz recht, Liebling. Oh, Mann. Auch wenn ihr sie nicht sehen könnt, bleiben sie bei euch. Hier drin. Immer hier. Mom? Immer. Sie hat uns geliebt. Sehr. Doch manchmal war es, als litt sie unter dieser Liebe. Glaubst du, sie hatte einfach nur Angst, uns zu verlieren? Vielleicht. Ja. Aber ich weiß nicht, die meisten Eltern fürchten, ihre Kinder zu verlieren. Okay. Verstehe, verstehe. So. Was? Okay, hier ist der krumme Baum, aber keine Tessa. Sehen wir uns nach dem Grab ihrer Eltern um. Nicht, dass wir am falschen Fleck sind. Meinst du, Mike könnte es falsch in Erinnerung haben? Das könnte etwas dauern. Das hier nicht. Ja, ich gucke mir generell trotzdem alle Gräber an. Wann ist Michaels Onkel gestorben? Letztes Jahr. War ein schwerer Schlag für ihn. Ist es noch immer. Lange nicht gesehen. Willst du etwas Gesellschaft? Kommt doch rüber. Macht es euch bequem. Also,
Wie? Schlechter Zeitpunkt? Für dich? Unsinn. Beachte mich nicht. Ich bin gar nicht hier. Hey, deine blöde Fresse sehe ich doch fast jeden Tag. Du bist Schnee von gestern, Süße. Du verletzt mich. Zutiefst. Also, kann ich euch irgendwie helfen? Und wie war dein Onkel so? Oh Mann. Wo soll ich anfangen? Er war wie dieser grummelige Opa, der in jeder Sitcom auftaucht. Der Typ, der wie ein T-Rex tippt und nie aus seinem Sessel aufsteht. Ich glaube, ich verstehe schon. Nee, das tust du nicht. So grummelig er auch war, es gab keinen netteren Mann auf der Welt. Er gehörte zu den Menschen, die dich akzeptieren, wie du bist. Auch wenn sie nicht alles gut heißen. Davon gibt es nicht viele. Du und dein Onkel standet euch echt nah, hm? Und wie? Ich konnte ihn immer auf die Palme bringen. Meine Familie ist oldschool, Klinket. Ich war öfter bei meinem Onkel als bei Dad. Er war der Erste, der all meine neuen Rezepte getestet hat. Noch vor Allison. Dann habe ich Onkel William zu verdanken, dass ich noch keine Rettungsringe habe. Wenn du einen neuen Vorkoster brauchst, sag Bescheid. Als ob du eine Wahl hättest. Ich werde definitiv während meiner Ausbildung euer Feedback brauchen. Na gut. Solange es nicht so abenteuerliches ist wie dieser Lachsnacht-Linket-Art mit Pfeffer und Safran. Das kann ich nicht versprechen. Den Mutigen gehört die Welt. Das gilt besonders fürs Kochen. Also, eventuell haben wir Probleme, ein bestimmtes Grab zu finden. Im Ernst? Geht direkt zum großen Baum und seht dann nach rechts. Fledermäuse sehen besser als ihr zwei. Sagt der Typ mit der Brille. Ja, aber das sind Vergrößerungsgläser. Und sie können Infrarot, also sehe ich alles. Bis später. Aber klar. Ja, ich schaue mir aber trotzdem nochmal das Grab an. Also, wie kommst du zurecht? Es ist alles so ein Chaos. Ich dachte, wir wären mit dem Packen fast fertig. Ich will diesen Ort einfach nur hinter mir lassen. Zumindest ist Mr. Hollywood Schönheit gute Gesellschaft. Komisch, dass du nie erwähnt hast, wie dein Bruder aussieht, bevor er in die Stadt kam. Ich dachte, ich überrasche dich. Ja, ich würde sagen... Sie war schon immer neidisch, weil ich so gut aussehe. Ja, aber ich hab das Köpfchen. Also... Oh Mann, ihr beide seid echt komisch. Ja, an der Stelle vielen Dank hey, fürs Zuschauen. Ich weiß, du steckst da jetzt mittendrin. Aber lass dich davon nicht überwältigen. Nach dieser Sache wird Juno ziemlich langweilig wirken, was? Ach, langweilig klingt gerade echt gut für mich. Trash-TV gucken, während mein fantastischer Mitbewohner etwas Köstliches kocht? Himmel. Tolles Essen für die Steuererklärung. Schlagen wir darauf ein, mein Freund. Ja, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.